Ich öffne nur die. Nur eine Person. Scheiße, Mann. Jetzt kann man hier schönes Angeln. Wie könnte der Name sein? Ah, oben, links oben ist irgendwie eine Anzeige. Man angelt. Ah, scheiße. Jetzt weiß ich, wie das funktioniert. Ist aber voll heftig, Mann. Ah, shit, Mann. Da brauche ich besseren. Bessere Angelroute. Aber wie ist denn sein Name? Also, ich habe jetzt this ausprobiert. Ich habe hist ausprobiert. Ah! Sith! Er ist Sith? Genau, stimmt. Sith heißt er. S. I. T. H. S. I. T. H. Sith! So ist der Junge. Wie der Sith Lord. Ich öffne nur eine Person. Okay. Oder Sith? S-I-H-T? H. T-I-S, ne? A-T-I-S. A-T-I-S. S. I. H. T. S-I-H-T. Wie hat er was gesagt? Oh Mann! Ich öffne nur eine Person. Scheiße, Mann. Wir gehen mal den Weg weiter. Vielleicht finden wir den Namen auch irgendwo. Avos Tempel, aha. Braucht ihr einen guten Schwertkämpfer? Nein. Ich kann mich gar nicht mehr an Avos Tempel erinnern, war ich da noch? So, mein Vater, wer bist du? Hallo auch. Habt ihr Interesse, den Namen der Dämonentür zu erfahren? Ja. Wenn ihr mir etwas Wertvolles gebt, verrate ich ihn euch vielleicht. Anderenfalls müsst ihr eben... Ich kenne den Geheimnamen der Tür. Es ist H-I-T-S. Hits. Braucht ihr einen guten Schwertkämpfer? Willkommen im Tempel des Lichts. Euer Lohn wird gering sein. Haufenweise Gold. Bewundere die Zurückkehr. Hm.
Braucht ihr einen guten Schwertkämpfer? Nein. Ah, hallo, das ist ein Schwert. Alles klar. Toll, der aber. Also, kennt ihr schon die Legende dieses Schwerts? Ein Ritter des alten Königreichs namens Yu besaß ein persischartiges Schwert. Er war ein Riese. Dieses Schwert mähte Monster, Leute und Dämonen um wie Grashalme. Es besaß Macht. Macht, die kein Sterblicher kontrollieren konnte. Sterben stieß Yu es in das lebende Gestein, aus dem es niemand mehr würde befreien können. Die Legende besagt, dass nur wer so stark wie Yu der Riese ist, es herausziehen kann. Vielleicht ist das ja nur Altweibergeschwätz. Vielleicht ein Trick. Wow, was für... Dann probieren wir es doch mal. Viel Glück, gebt euer Bestes. Wo ist mein Handy denn? Kann ich nämlich nachgucken, ob ich das hinkriege? Ah, ich krieg's auch nicht hin. Pech, oh Held, vielleicht nächstes Mal. Google. Ihr solltet etwas trainieren und Fleisch auf die Knochen bekommen. Was hat der gesagt? Hitz ist der Name, gell? Hitz, H-I-T-S. Jetzt gucke ich gerade mal noch schnell im Handy. Google. Fable. Schwert. Und Stein, ja. Geht am Arbus dem den kleinen Hang hinauf? Na ja, Quest Überblick. Bronze Quest. Sämtliche Stellen. Möglichkeit 1. Nachdem ihr es einmal erfolgreich versucht habt und das Spiel eure Werte gespeichert habt, müsst ihr mindestens 6 bis 9 Stufen eurer Stärkeattributen aufstufen. Welche ist egal. Solange es insgesamt 10 Stufen sind und der Körperbau die dominierende Ausschlagstufe bildet. Wenn ihr bereits alle 3 Stärkeattribute auf Stufe 7 habt, könnt ihr das Schwert umgehend aus dem Stein ziehen. Sind eure Stärkeattribute so weit ausgebaut, dass sie keine 10 Stufen erhöht werden können, müsst ihr alle Attribute auf Stufe 7 bringen und dann das Schwert herausziehen. Damit wurde die Quest auch schon beendet. Also, es muss alles auf Stufe 7. Also alles, was Stärkeattribut ist. Wir gehen jetzt eher mal zum Dämonentor zurück. Und fragen Rumpelstilzchen, was denn da los ist. Oder genau, auch Hitz gesagt, ne? Also Hitz. Hitz! Ich kenne deinen Namen. Spaten. Oh, scheiße, verkackt. I. S. S. H. T-I-S-H. H. I. T. H-I-T-S. Das war's. So ein blöder Name aber auch, ey. Ihr kennt meinen Namen. Toll. Dann mal reinspaziert. Dann nicht so glücklich darüber. Die Witchwood-Höhle. Ah. Ihr habt mich gefunden. Na, großartig. Wenn ihr mich finden könnt, können die es auch. Ja, ich hätte niemals versuchen sollen, die Fokuspunkte zu studieren. Aber woher sollte ich wissen, dass Jack auch an ihnen interessiert war? Ja, Messer Jack. Ich habe keine Zeit für Erklärungen, aber ihr könnt mein Notizbuch lesen, wenn ihr möchtet. Ich will es nicht mehr. Wenn ihr mich jetzt bitte entschuldigt, ich muss weiter. Es ist hier nicht mehr sicher für mich. Und das dank euch. Was könnte ich denn dafür, dass jemand den Namen weiß, mein Freund? Spiel wird gespeichert. Der Archäologe lebt also noch. Mhm. Das ist gut. Dank dir können wir bestimmt für seine Sicherheit sorgen. Du solltest jetzt zurück zur Gilde gehen. Eine wichtige Questkarte wartet dort auf dich. Anscheinend gibt es Ärger in Nordhall Glade. Wenn man hier findet. Sucht in der Gilde nach weiteren Quests.
Oh nein, super, da brauche ich 15 Silberschlüssel. Nein, jetzt nicht pennen hier. Ja, dann können wir ja eigentlich auch wieder gerade gehen, ne? Dann müssen wir zur Gilde zurück. Ich mag ja Eldian. Also ich würde mich so freuen, wenn Fable 4 rauskommt, ganz ehrlich, Leute. Fable 4. Meister. Nordhall Blade wird von Belverinen angegriffen. Sucht auf dem Kartentisch nach einer Questkarte. Inklusive Großtat, mal gucken. Weiße Belverine. Das hat er gut gemacht. Ich kann wieder posen, Mann. Ich frage mich ja eigentlich, wie ich damit zum Beispiel meine Fertigkeiten. Ah, die kann ich einfach hier hinziehen. Praktisch. Nehmen wir auch gerade mal Blitz, machen wir auf Stufe 1. Also. Hier hin. Und Feuerball machen wir auf 3. Ist besser, finde ich. Ah, ich muss teleportieren, ja. Da muss ich hin. Ja, schön. Die Belverine, die haben irgendwie auch eine Schwäche. Und diese Schwäche, ich weiß nicht. Das sind, glaube ich, irgendwie Obsidian oder sowas wahrscheinlich. Aber ich bin nicht so ganz sicher. Ah, super. Ganz normal. Super.
Naja, solange der Höhlentroll da nicht wiederkommt, ist alles okay. Was bringt eigentlich der Kampfmultiplikator? Ich weiß es gar nicht mehr. Der könnte irgendwie Power bringen oder so. Hey, Freunde! Diese Patrouille ist langweilig. Nie passiert irgendwas. Ah, seid froh. Wisst ihr, was ich meine? Nicht mal ein... Bitte kommt und helft meiner Frau. Ein Wolverine hat sie angegriffen. Rasch, sie ist da unten. Folgt mir. Okay. Lauf. Hier drüben, bitte seid gnädig. Alle gegen mich übrigens. Safti, der hat mich voll verraten, Mann. Hey, das hätte jetzt auch voll in die Hose gehen können, ey. Richtig Glück gehabt. Witchwood Sea. Ich will auf jeden Fall das Schwert noch haben. Das ist anscheinend richtig stark. Aufpassen, die Belverini, die können jederzeit auftauchen, weil die sind eigentlich unsichtbar auf der Minimap. Muss man ein bisschen aufpassen hier. Was bringen die hier? Nix. Okay. Irgendwie bin ich noch nicht stark genug. Ganz ehrlich, ich muss noch viel, viel stärker werden.